Herzlich willkommen hier zurück zu Tales of Monkey Island. Das ist der zweite Teil vom dritten Kapitel. Wir sind hier im Bauch von einer Seekuh und wir müssen jetzt erstmal morgen Le Flay aufwecken. Komm, wir halten ja erstmal diesen Saugwurm vor die Nase. Das ist keine Art, sie aufzuwecken. Ja, das war mir klar. Aber hier das stinkende Ohrenschmalz, das muss funktionieren. Guybrush? Hoppala, mon adversaire. Das dürfte dir eine Lehre sein, nie wieder einem legendären Piraten mit vorgehaltener Klinge zu begegnen. Du hast das Privileg verloren, eine Waffe zu tragen. Schlampe! Entschuldigung. Wir wurden soeben von einer gigantischen Seekuh verschluckt und du wirst gleich so tun, als wärst du meine Frau, damit wir einen rätselsüchtigen Schläger besänftigen können. Ja! Oh nein, das werde ich nicht tun. So sehr mir auch der Gedanke gefällt, mit dem Guybrush Threepwood trautes Heim zu spielen. Ich bin leider viel zu spät dran, dich nach Flotsam Island zu bringen. Hören Sie mal die erbärmliche Ausrede eines anständigen Freibeuters. Noch ein Laut und der Captain schickt ihren Kadaver auf Erkundungsreise durch einen dünnen Damm. Das muss gut riechen. Ich würde das die guter Pirat, böser Pirat Masche nennen. Und klappt's? Ach du meine Güte. Ich muss mich vielmals entschuldigen. Ich glaube, ich sollte mich eine Weile ausruhen. Auf dem Weg nach unten muss ich wohl etwas Vulgäres verschluckt haben. Sehen Sie? So sind die Pocken. Sie verwandeln Menschen in was auch immer das war und sind kurz davor, die gesamte Karibik zu befallen. Sogar Elaine. Oh, Elaine. Okay, gut. Aber dann musst du auch was für mich tun. Was ist das? Gibst du mir dein Autogramm? Eben noch wolltest du mir die Kehle durchschneiden und jetzt möchtest du mich in deinen Schrank hängen? Ich hab nur meinen Job gemacht. Gib schon her. Dann wollen wir uns mal um den verrückten Coronado de Cava kümmern. Du bist meine Traumfrau, dann verhalte dich auch so. Genau, verhalte dich wie eine Traumfrau, Mädel. Tja, wen haben wir denn da? Der mädchenhafte, mächtige Pirat hat doch tatsächlich eine Lady. Coronado, darf ich dir meine Frau vorstellen? Morgen. Genau. Also, wie du ja jetzt sehen kannst, besteht nicht die geringste Gefahr, dass ich mit der Voodoo-Lady auf romantische Weise verbandelt bin. Ich bin ein Eine-Frau-Mann. Aber sicher doch, junger Liebhaber. Wenn sie beide tatsächlich frisch vermählt sind, dann macht es ihnen sicher nichts aus, mir ein paar Fragen zu beantworten. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Deinen Enthusiasmus finde ich begrüßenswert, aber wir wollen mal schön locker bleiben, Kleine. Beide gemeinsam. Wo haben Sie sich getroffen? Jetzt darf ich wieder. Schön. Auf einer Höhlentour. Pirates? Hahaha. Wir lernten uns bei der Arbeit kennen. Ja, das können wir nehmen. Wir lernten uns bei der Arbeit kennen. Was haben Sie bei Ihrem ersten Date unternommen? Die unterirdische Diskothek von Bogovatu. Der Zirkus. Wir waren. Ja, du, auf einer See. Wir waren segeln. Wir waren segeln! Also gut, das reicht. Und? Glaubst du uns jetzt? Beinahe. Beinahe? Was muss ich denn tun, um dir zu beweisen, dass ich bei deiner Voodoo-Lady kein Rivale bin? Machen Sie einfach einen Schritt nach vorne. Okay. Beide. Gut. Dann kommen wir jetzt zur Sache. Ich habe Ihnen eine Reihe persönlicher Fragen gestellt, deren Antworten auf diese Karten festgehalten wurden. Mr. Threepwood, es wird Sie mit Freude erfüllen, dass Ihre Frau mit Glanz und Gloria bestanden hat. Sie scheint jedes kleinste Detail aus Ihrem Leben zu kennen. Was sagt man dazu? Jetzt, es liegt an Ihnen. Mal sehen, was Sie über Miss Threepwood so alles wissen. Beantworten Sie 3 Fragen hintereinander richtig, dann nehme ich Ihnen Ihre Flitterwochen ab. Und wenn nicht, dann heißt es ab in den Darm der Kreatur für beide. Frage Nummer 1. Vor kurzem kam es in Ihrer engeren Verwandtschaft zu einem Todesfall. Onkel, wer? Schön, jetzt spielen wir hier Wer wird Millionär? Das ist ja auch mal eine super Sache. Was haben wir hier alles zur Auswahl? Erinnere dich an morgens erstes Nuscheln. Dies ist für Jugbender. Könnte es Jugbender sein? Ja, Schwert noch nicht. Jetzt habe ich es falsch geklickt. Entschuldigung. Dante Dragotta. Ich kann es nicht mal abbrechen. Das hört sich nach hartem Kerl an. Nee, Dragotta ist es bestimmt nicht.
Hier brennt gerade mein Mauspad ab. So. Alles klar. So, der Tote heißt. Erstes Nuscheln, zweites Nuscheln. Das zweite Nuscheln war ja hier. Gomez nicht auf die Dings da. Nicht auf den Teppich. Da steht noch morgens Liste. Das? Ein Haushaltsbuch für Söldner? Faszinierend! Wer hätte gedacht, dass Kopfgeldjäger akribisch Buch führen? Hm. Falls die Portalis. Neues Schiff minus 10.000. Dann war 10.000. 10.000 war es bestimmt für Schiff. Mittagessen, Beerdigung an Nuni. Ja, Nuni ist bestimmt der Totengräber für die Beerdigung. Gimmel und Gimblech. Ja, hilft mich auch nichts weiter. Was kann ich hier denn? Eine Antwort auswählen. Nuni, Gomez. Warte, lass mich überlegen. Probieren wir das mal. Jack Bender. Richtig! Yeah. Aber wie? Frage Nummer 2. Wie hieß Ihre erste große Liebe? Ach du Grütze. Erste große Liebe. Wo sollen wir das denn herwissen? Das war mit dem Haustier. Das war jetzt der tote Onkel. Morgens Liste, da haben wir ein Schiff drauf, Beerdigung und ihr letztes Opfer. Morgens Schwert glaube ich auch nicht. Was haben wir denn noch? Gustavo. Oder ich gehe einfach mal alles durch. Gustavo. Richtig. Na toll, was? Das ist ja... Wie hast du... Ja. Die dritte und letzte Frage. Sie ist eine ziemlich gut ausgebildete Kämpferin. Wer hat ihr die Kampftechniken beigebracht? Ah, bestimmt das, was auf dem Schwert stand. Da stand Dante. Dante Dragotta. Richtig. Nun, vielleicht habe ich mich getäuscht. Sie sind wohl doch verheiratet. Ja, sagen wir doch. Von Anfang an haben wir das gesagt. Oh, das ist schon okay. Wenn ein Typ im Innern einer Seekuh mit dem Medaillon deiner Freundin auftaucht, dann hat ein Mann das Recht, die eine oder andere Frage zu stellen. Gut, jetzt aber zu diesem Schwamm. Der, hinter dem Sie nicht her sind? Wir interessieren uns nur für die Sehenswürdigkeiten, nicht wahr, Schatz? Das ist völlig richtig, Erdbeertörtchen. Na, vielleicht möchten Sie sich meiner Besatzung anschließen. Das würde auch für romantische Abenteuer sorgen und könnte eine Bereicherung Ihres Flitterwochen-Fotoalbums werden. Ich würde mich gern deiner Besatzung anschließen. Schließlich ist die Fotoalbengestaltung mein größtes Hobby. Wir werden La Esponja Grande im Nu finden. Magnifico! Was kommt als nächstes? Eine Stuhlprobe? Nein, Sie sehen wie ein Mann mit unerschütterlicher körperlicher Verfassung aus. Sonst noch Fragen? So, Paarsätze sehen auf sich. Rest Ihrer Besatzung, wann werden die Paarsplatz erreichen? Was hat es mit dem heiligen Paarsplatz der Seekühe auf sich? So. An diesem heiligen Paarungsplatz der Seekühe ist dort auch La Esponja Grande zu finden? Das ist korrekt. Heiß. So ist das heiß. Wann werden wir da ankommen? Wann ist denn unsere planmäßige Ankunft? Meine Angetraute wird ein bisschen kribbelig. Nun, ich fürchte, unser Seku-Männchen irrt schon einige Zeit orientierungslos durch die Gegend. Orientierungslos? Haben wir es hier etwa mit einem Eunuchen zu tun? Nein, alles funktioniert noch bestens. Aber der innere Kompass unserer Seku scheint aus dem Lot zu sein. Woher weißt du das? Sie dreht sich ständig im Kreis. Ich könnte das Problem auf das Innenohr der Seku reduzieren. Ich bin gerade dabei, ein Ersatzohr zu fertigen. Das erklärt das ständige Drehen. Womit baust du denn ein neues Innenohr? Ich flechte aus den Hüllen der Saugwürmer, die ich im Rachen der Seku finde, eine neue Hörschnecke. Das ist die einzige Chance. Wenn Sie mir welche bringen würden, könnten wir wertvolle Zeit sparen. Bin schon unterwegs. Das ist super. Haben wir doch schon einen wenigstens bei uns. Du hast eine Besatzung? Zählen deine Launen etwa als Mitglieder? Ich verließ Flotsam Island vor vielen Jahren mit 4 weiteren mutigen Seelen, die alle eine wichtige Rolle bei der Suche nach La Esponja spielen sollten.
Ich war vielleicht ein strenger Anführer, aber ich liebte sie wie meine Söhne. Warst du denn gezwungen, sie aufzuessen? Ich wäre lieber verhungert, als ihnen so etwas anzutun. Leider gingen sie schon vor langer Zeit im Magen der Kreatur zugrunde. Ein wahrlich qualvolles Ende. Tut mir leid um sie. Manchmal höre ich immer noch ihre Schreie. Oh, hier hören sie auch. Anscheinend müssen wir für den alten Mann nur ein paar Saugwürmer aus dem Rachen der Seekuh schneiden, damit er eine gigantische Hörschnecke bauen kann. Die wird dann die fehlende im oberen Gehörgang ersetzen und schon geht die Reise weiter. Du könntest mir aber auch mein Schwert zurückgeben und dann schneide ich uns den Weg frei. Ich lass dich doch nicht diesen armen Kerl aufschlitzen. Seekühe sind sanfte Riesen. Genau. Guybrush? Lass mich bloß in Ruhe, Susi Schlitzer. Sachte. Wow! Verflixt! Wunderbar! Jetzt fängt hier endlich Kapitel 3 richtig an. Wir haben den Prolog hinter uns gebracht, liebe Leute. Sehr schön. Wo kommen wir jetzt hin? Erstmal wieder schwarzer Bildschirm. Ladebildschirm. Angeberin. Geschmeidig. Danke für den Stoß. Ich habe noch nie zuvor einen Kehlkopfdeckel so nah gesehen. Hey, cool. Trink! Ich glaube, wir haben soeben Dekavas Besatzung gefunden. Und das Spiel hakt. Warum macht es dies? Aha, aha. Was sagst du da, du verdauter Scum? So. Hey, wie nennst du hier Scum, Geppetto? Hey, wen nennst du hier Scum, Geppetto? Dich. Willkommen im Paradies. Paradies? Das Land der ständigen Entspannung, erlösenden Töne und Sekrete im Überfluss, solange sie dein Magen ertragen kann. Irr. Was bringt denn euch hier runter? Wir suchen nach etwas ganz Alltäglichem, die Hörschnecke einer Seekuh. Hey, wir hätten da... Ist ja gut. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, von was du da sprichst. Und wenn, wäre das ein Geheimnis der Bruderschaft. Der Bruderschaft? Die Vereinigte Demokratische Brüderschaft des Seekuh Interieurs. Verein stehen wir, gemeinsam feiern wir. Coole Sache. Ihr Jungs lebt also hier unten? Du meinst sicher, ihr lasst hier die Puppen tanzen? Es ist unser ganz persönliches Stück vom Himmel. Du kannst gerne bleiben, aber bitte, beunruhige die Seekuh nicht. Das muss ich kotzen. Hier mein Plan. Du schnappst dir Johnny Leberschaden da drüben und ich werde dem Anführer an den Kragen gehen und ihm die Eingeweide rausreißen. Der Bongo-spielende Holzkopf sollte für keinen von uns ein Problem sein. Wer auch immer ihn als erstes erreicht, darf ihn kalt machen. Ich persönlich würde ihm die Kehle durchschneiden. Er beißt sicher gerne. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Du hast recht. Ich bleibe auf Distanz und versuche, die Arterie zu treffen. Nein, nein, ich meine, wir können diese Jungs doch nicht einfach abschlachten. Die Voodoo-Lady hatte von Dekava Besitz ergriffen und sagte auch, man bräuchte sie, um an den Schwamm zu kommen. Schön. Wie lautet dann dein Plan? Ich werde mit ihnen reden. Reden? Mächtige Piraten reden nicht. Wir haben keine Zeit zum Reden. Mo, Süße, ich mach das schon. Lehn dich zurück, entspann dich ein wenig und überlass das mal schön Guybrush Threepwood. Geh und schnür dein Korsett, polier deine Stiefel oder was immer jetzt anliegt. Einverstanden. Wenn die Verhandlungen scheitern, brauchst du aber nicht angekrochen zu kommen. Sehr schön. Spiel wird gespeichert. So, haben wir jetzt endlich hier diese ganzen blöden Monologe, Dialoge und alles so ein Scheiß hinter uns. Skelettierter Pirat, aha. Seltsames Gewächs, Morgan Le Fay, Barpirat, Zapfhahn. Haben wir sonst noch irgendwas? Aufgang, Ausgang zum Mund. Na gut. Aber meine Zeit ist wieder um, liebe Leute. Ich sage, kommentieren, favorisieren, liken, abonnieren, wie immer, wie immer. So, liebe Leute, haut rein, bis denne!